Hallo, und wieder einmal seht ihr mich dick eingepackt und auf dem Weg nach draußen. Mein Mann ist eben mit Milena zur Neujahrsfeier von seinem Sportverein gefahren. Und da wir heute auch relativ gutes Wetter haben, werde ich jetzt mit Jun und Makoto wieder ein bisschen spazieren gehen. Ich muss auf jeden Fall wieder vor meinem Mann zu Hause sein. Er hat nämlich keinen Schlüssel mitgenommen und kommt uns nicht ins Haus. Die Jungs und ich machen uns jetzt aber erstmal auf den Weg. Die warmen Getränke im Getränkeautomat sind im Winter auch immer ein Träumchen. Daran kann man sich immer ganz toll die Hände aufwärmen. Die bekommt man nicht nur in den Automaten, sondern auch in den Kombinis und im Supermarkt. Aus meiner Erfahrung heraus sind sie im Supermarkt am günstigsten. Also Jun schläft schon mal. Makoto noch nicht. Er isst gerade noch ein Brötchen. Schaut mal, diese süßen Mützen haben sie zu Weihnachten bekommen. Wie ein kleines Schäfchen. Voll goldig. Ich freue mich schon wieder darauf, wenn da hinten alles grün wird und die Kirschblüten wieder anfangen zu blühen. Also der Frühling ist ja wirklich meine allerliebste Jahreszeit. Dann kommt mich auch wieder meine Freundin aus Deutschland besuchen. Sie wird für 4 Wochen bei uns bleiben. Ich freue mich einfach schon sehr darauf. Hier sind doch immer so viele Vögel. Es ist einfach so schön, den Tieren hier zuzusehen. Makoto ist auch immer derjenige, der seine Mütze auszieht. Jun macht das gar nicht so sehr. Aber wenn er meint, dass er sie nicht braucht, dann ist es eben so. Ich werde jetzt noch ein bisschen spazieren gehen, damit Makoto auch einschläft. Und dann mal schauen, ob ich mich langsam wieder auf den Heimweg mache. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bis mein Mann wieder nach Hause kommt. Okay, kleine Planänderung. Makoto scheint noch gar nicht müde zu sein, deswegen gehe ich jetzt erstmal mit ihm noch ein bisschen auf dem Spielplatz spielen. Das heißt zwar, dass sie unterschiedlich Mittagsschlaf machen und heute Abend auch unterschiedlich ins Bett gehen, aber es hilft ja nichts. Ich kann ihn ja nicht zum Schlafen zwingen. Hast du Sand gefunden? Ja. Hast du Sand gefunden über dreckige Hand? Ja. Ja, dreckige Hand. Die machen wir nachher sauber. Das bringt jetzt nichts. Ja, das bringt jetzt nichts, die sauber zu machen. Du machst sie immer wieder dreckig. Ja? Schaffst du es alleine? Wo willst du hin? Nein, 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 nein. Lass mal den Müll bitte Müll sein, okay? Das ist hier die Sammelstelle für Flaschen und Dosen. Ja, der Sand hat's dir angetan, ne? Der Sand hat's dir angetan. Wenn du magst, kannst du auch vorne im Sandkasten spielen. Ja, du traust dich das schon alleine, ne? Jun traut sich das noch nicht. Lass doch bitte den Müll sein. Nein. Makoto, wollen wir uns die Fische angucken gehen? Ja, da sind Blätter. Wollen wir uns die Fische anschauen gehen? Kommst du hier hoch? Ja, schaffst du's? Das sind Fische. Schau mal, oh Fische. Ein Koi. Ja. Ist leider sehr trüb das Wasser heute, ne? Hier auch. Ein Koi. Da hinten noch einer. Ja, wo ist er hin? Ist er unter der Brücke verschwunden? Kommt ihr auf der anderen Seite wieder raus? Wo hat er sich versteckt? Ja, da ist er wieder! Oh, zwei!
Und da hinten der dritte. Ja. Hier müssen wir ganz doll aufpassen, nicht so weit da lang gehen. Wenn du das Blatt ins Wasser werfen willst, kannst du das von der Brücke aus machen. Nicht da. Komm, von hier kannst du das Blatt ins Wasser werfen. Okay? Hier kannst du es reinwerfen. Ja. Okay, neuer Versuch. Mal sehen, wie lange es dauert, bis Makoto eingeschlafen ist. Also hier in Chiba, wo wir wohnen, gefällt es mir wirklich unglaublich gut. Der einzige Nachteil ist leider, dass wir bei uns in der Nähe keinen großen Park haben, in dem man schön spazieren gehen kann. Deswegen laufe ich immer auf mein kleines Ründchen. Und ich komme mir dabei schon manchmal ein bisschen blöd vor, wenn ich 20 Mal um den Teich hier laufe. Aber was will man machen? Besser hier als irgendwo die ganze Zeit an der Straße entlang zu spazieren. Gehwege gibt's ja auch nicht wirklich. Jetzt ist natürlich genau das passiert, was ich befürchtet habe. Makoto schläft und Jun ist wach. Naja, gleiches Recht für alle, dann darfst du jetzt auch noch ein bisschen spielen. Hm? Ja, du darfst jetzt auch spielen, ne? Ja, du machst das auch schon ganz toll, Jun. Findest auch den Sand dort interessant, ne? Vorsichtiger als dein Bruder. Komm. Mama gibt dir die Hand. Ja, ist okay. Sehr gut gemacht. Willst du hochklettern? Ich helfe dir. Ist doch schon wieder jemand aufgewacht? Hm? Du musst doch noch ganz müde sein. Ich halte dich ja schon fest. Höher geht's nicht. Tut mir leid. Du bist noch zu klein, um da höher zu klettern. Ich glaube, wir laufen langsam nach Hause. Hm? Komm, wir machen uns auf den Heimweg. Ich habe heute mal Hojicha KitKat gekauft. Ich mag Tee sehr gerne, auch Hojicha, deswegen bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Ich probiere es mal. Hat auf jeden Fall diese bräunliche Farbe. Hm. Nicht ganz so bitter wie Matcha, aber irgendwie auch ähnlich. Ist aber lecker. Mittlerweile sind mein Mann und Miuna auch wieder zu Hause. Die beiden spielen noch ein bisschen draußen vor dem Haus. Es wird langsam dunkel und es ist ein bisschen kalt, deswegen sind Jun und Makoto und ich drin. Ich war heute aber auch mit den Jungs lang genug draußen. Guten Morgen, heute fahren wir für die Neujahrsfeier zu meinen Schwiegereltern. Die Kinder sind jetzt alle schon fertig gemacht und kommen jetzt ins Auto. Mein Mann trainiert aber heute Morgen noch, deswegen fahren wir da zuerst hin. Und im Anschluss fahren wir dann direkt zu meinen Schwiegereltern. Oh, ist das kalt heute. Oh, es dauert so lange, bis das Auto warm ist. Richtig unangenehm.
Wir warten jetzt hier, bis mein Mann mit dem Training fertig ist. Die Kinder wollen aber die ganze Zeit herumrennen. Wir sind der Decke eingekuschelt. Ja, das ist interessant. Ist das Training interessant? Ja? Ja, die trainieren jetzt hier ein bisschen. Hier drin ist es kalt, ne? Es gibt hier keine Heizung. Oh, ist das kalt. Sitzt du auf deiner Schwester, ja? So, und jetzt fahren wir auch direkt weiter zu meinen Schwiegereltern. Beim Karaoke wieder ganz großen Spaß gemacht. Oh, Gino und Makoto sind jetzt ein bisschen müde. Aber wir fahren jetzt noch zu meinen Schwiegereltern und dann gehen wir noch ein bisschen auf den Spielplatz nachher. Gino und Makoto sollten nach einem kleinen Schläfchen mal wieder fit sein. Ja, ups, so schnell sind wir dann jetzt auch schon wieder zu Hause. Ich habe gestern dann nicht mehr gefilmt, weil Miyuna im Auto eingeschlafen war und dann erstmal Mittagsschlaf gemacht hatte. Wir waren dann zwar mit Jun und Makoto noch auf dem Spielplatz, aber mein Mann hat dann mit seinen Neffen Badminton gespielt. Und weil Jun und Makoto das Spielgelände dort auf dem Spielplatz ja noch nicht kannten, musste ich noch ein bisschen mehr aufpassen als sonst. Deswegen habe ich die Kamera dann einfach mal weggelassen und wir sind dann abends einfach wieder heimgefahren. Der Januar ist immer voll mit Neujahrsfeiern, aber wir sind dann jetzt auch damit durch. Heute ist zwar noch Feiertag, aber ich beende das Video jetzt an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye!